Ja, ist es wieder der aktive Aalsport, auf den wir so lange gewartet haben? Läuft es hier wieder auf Aal an der alten Festung? Einer der wichtigsten Spots und einer der absoluten Oldschool-Spots soll gerade wieder ganz gut gehen. Der UFO-Kill hat er mich schon mehrfach jetzt in den letzten Tagen angeschrieben und meinte, Alten, ich ziehe hier die ganze Zeit Aale raus. Immer schön mit dem Tauwurm, ganz entspannt, mit dem Main-Account, mit dem Zweit-Account, schön im Low- und Mid-Level sogar auch, Level-20-Account. Zieht hier auch schön die Aale an einem der ultimativen und absolut klassischen Spots raus zum Aalangeln an der alten Festung. Ich glaube, zu kaum einem Spot gibt es auch so viele Videos hier auf dem Kanal wie zu diesem, ob es jetzt zum Aalangeln geht oder aber auch zum Schleieangeln. Schleie geht hier auch immer mal wieder ganz gut rein. Hier hatte ich sogar meine Super Trophy Schleie gefangen. Also auch einen Spot, wo man einfach mal den ganzen Tag stehen kann. Durchziehen, so lange, bis der Spot einfach komplett leer geangelt ist. Und wenn er dann irgendwann mal leer ist, dann sucht man sich einen neuen Spot, lässt so ein bisschen Pause, also so gut 2 Stunden Pause machen von einem Spot, bis sich das alles regeneriert hat. Und dann so ein bisschen über 2 Stunden, dann kann man hier mal wieder hin und weiter testen. Aber so viel Pause muss man so einen Spot auch schon mal bieten. Ja, da zuppelt es weiter. Alles natürlich klar, es ist natürlich kein Frequenzfisch, wo man sagt, bam, 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 da macht man sich den Kescher voll, sondern es ist und bleibt natürlich immer noch hier ein seltener Fisch. Er hat das Zeichen selten dran. Einen kleinen Aal habe ich schon gefangen mit 1, Kilo, das ist schon mal nicht so schlecht. Ich bin auch von den Haken her gar nicht so groß unterwegs. Hier bin ich jetzt sehr gespannt, was es ist. Ich vermute, es ist eine Quappe. Gerade dieses Rumgezuppel. Ich denke, es ist eine Quappe. Wobei diese schnellen Hin- und Herbewegungen sieht schon relativ groß aus. Gucken wir mal, was da jetzt gleich reingeht. Nicht, dass es ein Amur ist. Das wäre nicht so gut. Ich habe jetzt hier 2 Ruten quasi auf Grund nur drinne mit Tauwurm. Und die 3. Rute habe ich vorher einfach mit Fischfetzen gehabt. Habe dann gedacht, ach komm, ändere doch einfach nochmal. Bin dann jetzt mit der Matchroute einfach nochmal reingegangen. Richtig übertrieben. Also richtig übertrieben. 1-0er Haken. Komplett übertrieben großer Haken. Mit Fischfetzen und Tauwurm. Tauwurm in Kombination. Also das ist schon wirklich übertrieben. Wenn da was drauf geht auf der Pose, dann hoffentlich auch richtig groß. Ja, ob jetzt hier... Doch, da ist er noch. Ich wollte schon sagen. Ob jetzt hier gleich noch ein Aal reingeht oder eine Quappe. Ich bin übelst gespannt. Wie gesagt, wenn das jetzt ein Aal ist, dann zieht er aber auch gleich richtig ab. Na, zieht er? Ich hab noch ein bisschen Angst. Ich will noch nicht vorgreifen. Jetzt ist er dran. Jetzt hat er locker gelassen. Jetzt ist er dran. Oha. Oha, oha, oha. Langsam die Bremse hoch. Ist das ein Aal? Nee, nee, mach keinen Scheiß. Das ist doch ein Amur, ey. Oder ist das wirklich ein großer... Ne, ist ein Amur. Ja, 3,2 Kilo Amur. Die zappelt immer so ab. Naja, gut, 4,2. Ah, verdammt. Die wollen wir natürlich nicht. Also, Clip ganz locker rausgeworfen hier. Auf ungefähr 6 Meter, 7 Meter. Wenn ihr hier mit der Pose unterwegs sein wollt oder mit der Stippe, vielleicht Ultralight angeln auf Aal, kann man natürlich auch machen. Schön hier auf 1,20 Meter Tiefe einstellen. Funktioniert auch immer super. Einfach nur mit einem Tauwurm oder Fischfetzen, je nachdem, was eure Pose dann da trägt. Und ja, im Großen und Ganzen... ist es das eigentlich auch schon. Ne? Das ist einfach relativ simpel hier. Wer es noch nicht erkannt hat, hier vorne ist direkt die Festung. Also hier oben auf der Map. Man muss gar nicht weit raus und kann dann hier sofort, zack, auf Aal angeln. Guck mal, da geht noch was auf der Pose. Das ist doch gut. Da zuppelt was. Gucken wir mal. Bremse ist locker eingestellt. Einholgeschwindigkeit maximal auf 50. Und dann gucken wir mal, ob hier gleich was abschießt. Im Idealfall geht das jetzt runter und die Pose saust auch sofort weg. Das ist nicht so gut. Hebebiss. Eher unwahrscheinlich, dass das jetzt ein Aal ist. Ja. Die ollen Karauschen. 1 Kilo Karausche. Tauwurm und Fischfetzen. Da ballert die drauf rein. Kannst du dir nicht ausdenken.
So. Aber für den ersten Test und dann noch nicht einmal perfektes Wetter für den Aal, muss ich sagen, schon mal nicht schlecht. Also einfach mal hingegangen und es funktioniert. Wir gucken uns gleich natürlich noch mal kurz das Setup an, wie das Ganze hier gleich aussieht auf Grund. Ja, jetzt wird es natürlich von der Uhrzeit langsam knapp. Gerade hat noch mal ein bisschen was gezuppelt, ist aber leider nicht richtig reingegangen. Wettertechnisch wartet man natürlich eher hier auf so etwas oder noch besser sowas hier. Also relativ kühl, am besten unter 15 Grad oder so um die 15 Grad herum und gerne natürlich auch noch Regenwetter in der Nacht. Das ist dann ideal. Also das ist das Top-Wetter. An solchen Tagen jetzt wie hier 19, 20 Grad plus würde ich es glaube ich gar nicht erst versuchen mit dem Aal. Ja, sie können natürlich auch immer noch wieder reingehen, aber die Wahrscheinlichkeit wird dann doch deutlich geringer mit der Zeit. Also je wärmer es wird, umso unwahrscheinlicher dann auch mit dem Aal. Von daher vielleicht doch einfach, einfach abwarten, dass das passende Wetter da ist und dann erst reingehen. Hoppala. Naja, so eine Karausche nimmt man natürlich auch immer noch gerne mit. Also auch das klappt hier natürlich noch. Hat letztens ja auch ganz gut geklappt unten an der Brücke, ne? Unten an der Brücke zum Fuß. Da waren ja auch einige Karauschen dabei und auch Aale. Na, vielleicht mögen die da einfach zusammen ein bisschen chillen. Und, ist das ein Aal? Das ging relativ schnell runter, ohne langes Gezuppel. Entweder ein großer Amur. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Wobei, das Setup ist gar nicht so groß. So groß wird dann also der Amur nicht sein. Also, wir gucken uns gleich das Setup an. Wie gesagt, so, Alter, wenn das ein Aal ist, ne? Das wäre nicht so schlecht. Dann hat er Bock. Relativ schnell hin und her. Könnte aber auch noch ein Amur sein. Ja, so ein bisschen Kopfschläge. Links, rechts, links, rechts. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Vorsichtig sein. Sieht man schon was? In der Reflexion sieht man gar nichts. Gucken, dass man den immer schön lenkt. Spannung natürlich aufrechterhalten. So, komm, 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 komm. Na, ich glaube, es war ein Amur, ne? Da war so ein bisschen was gräulich Helles zu sehen. Na komm, ist mal ganz schlecht, wenn die unter die Brücke rennen. Da sollen sie natürlich nicht hin. Na komm, ui. Ich kann es einfach nicht sehen. Ich kann es einfach nicht sehen. Haut nochmal richtig ab in die Tiefe. Lässt sich einfach mal überhaupt nicht bremsen. Ich bin aber auch hier sehr, sehr fein unterwegs. Um die 5 Kilo ungefähr nur vom Setup. Also fast wie mit so einem Starter-Setup hier unterwegs. Aber das ist halt das Risiko, ne? Und immer lieber fein reingehen als zu groß. Man will ja auch ein bisschen Action haben. Das macht ja auch immer Bock. So, jetzt gucken, dass wir ihn hier nicht verlieren. Ins Offene. Ich versuche nochmal hier hin aufs Brett. Genau, und jetzt hier links rüberziehen, damit er nach rechts abhaut. Stark so rüberziehen. So. Damit er da hinten ist, dann ist das gut. Und jetzt vorsichtig wieder zurücklaufen. So. Und was man auch gut machen kann, hier oben hingehen. Denn je mehr man nach oben zieht, umso leichter ist es, den Drill zu bewältigen, umso schwieriger ist es für den Fisch. Jetzt wieder nach links. Der soll nicht ganz nach links abhauen, der soll lieber nach rechts abhauen. Da dreht er wieder und haut ab. Jawohl. Oh, das ist doch kein Aal. Ich glaube, das ist ein Amur. Dafür zieht er jetzt zu langsam. Und kringelt auch nicht so doll. Wobei ich muss sagen, so lange habe ich schon, also schon ewig eigentlich keinen großen Aal drauf gehabt auf viel zu kleinem Setup. Aber dafür zieht er hier zu konstant. Ist es denn der Hammer? Wieder hier rüber. Nix. Hier kommst du nur hin, wenn ich gleich den Kescher hinhalte in die Richtung. Na, komm ran hier. So, jetzt schön nach oben. Jawohl, 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 jawohl. Komm, 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 komm. Da ist es denn. Hat der immer noch Bock? Der lässt sich noch überhaupt nicht bremsen. Der ist viel zu groß.
Noch gar keine Chance. So, komm jetzt hier. Hoch, 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 hoch. Immer schön nach oben halten. Auch gar nicht unbedingt die ganze Zeit mit der rechten Maustaste, sondern linke Maustaste und einfach nur so nach oben drücken. Hochhalten. Beim Laufen dann rechte Maustaste. Wie schön war die Zeit, als die Fische nicht unter der Brücke durch konnten. Jetzt ist er durch. Ich glaube, die haben immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten durchzukommen. Aber sie kommen irgendwann durch, ne? So, komm ran hier. Jetzt wollen wir natürlich auch nicht, dass er nach da hinten abhaut. Da ist ja auch offen. Da muss man auf einmal so weit rennen. Wobei schlimmer ist es in die andere Richtung hinter die Insel. Wenn die hinter der Insel sind, das ist deutlich mieser. Ist es denn wahr? Wie kann der denn so viel Gas haben noch? Und das einfach nur auf dem ollen Tauwurm hier. Komm ran. Ich kann die Bremse einfach nicht höher stellen. Ne? Ich kann ihn einfach nicht müder machen mit der Bremse. Da, 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 da. Da ist er. Da ist er, der Kopf. Ein oller Amur. Jetzt schön über den Rücken. Nichts verändern. Einfach nur rückwärts ranziehen. Über den Rücken. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nicht umdrehen, nicht umdrehen, nicht umdrehen. Einfach so halten, einfach so halten. Einfach so bleiben. Auf dem Rücken, da kann er nichts machen. Komm, 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 komm. Oh, er versucht. Nein, 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 nein. Er versucht sich umzudrehen. Ah, jetzt hat er es geschafft. Und dann hat er wieder die Power. Dann hat er wieder die Power. Kriegen wir ihn nochmal rumgedreht? Nee. Och nö, Alter. Och nö, du warst doch schon fast. Aber so krass, ne? So heftig, was das für einen Unterschied macht, wie der Fisch liegt, in welche Richtung er guckt. Deswegen immer darauf achten, jetzt schwimmt er halt nach rechts, jetzt schwimmt er wieder nach links. Immer darauf achten, in welche Richtung der Fischkopf sozusagen zeigt, dass man in diese Richtung dann auch zieht. Wenn man in die entgegengesetzte Richtung zieht, interessiert den gar nicht. Dann hauen die einfach ab. Und wenn man ihn quasi nach vorne hinzieht, wo er hinguckt, dann kann man ihn auch noch lenken und so ein bisschen besser steuern. Wenn man ihn quasi dazu zwingt, in die Richtung zu schwimmen, wo man es gar gerne will, also zu uns hier ran. Heftig. 10 Kilo plus. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig gut aus und da ist er sogar schon. Also einfach konstant nach oben gehalten. 15,5 Kilo. 15,5. Ja, die gesamte Kraft quasi in den Blank rein, über die Schnur. Ja, und das natürlich dann hier alles auf das Setup hier gewirkt. Auf nur, na gut, 7,8 Kilo Vorfach. 7,8 Kilo mit dem unterwegs jetzt hier. Ich glaube, das andere Setup ist mit ungefähr 5 unterwegs. Apropos anderes Setup. Wir gucken gleich nochmal im Detail rein. Ich kümmere mich mal schnell um die anderen Routen, ob da irgendwas dran ist. Und dann gucken wir kurz rein, wie das Setup aussieht, wie das mit der Pose aussieht und was jetzt im Kescher ist. Also leider nicht so viel Aal, aber es war auch, wie gesagt, nicht so ideal vom Wetter. Nächste Nacht sieht wahrscheinlich schon wieder ein bisschen besser aus. Auf der Pose ganz entspannt. Hier nochmal eine Karausche obendrauf. Sehr schön. Also auch hier das Setup. Relativ simpel. Hier jetzt einen Viererhaken verwendet mit Tauwurm. 7,4 Kilo als Vorfach. Also das gesamte Setup ist auf 7,4 Kilo ausgelegt. Und hier gerade auf der anderen Route eben auch 7,8 Kilo jetzt hier, aber so um die 7 Kilo, das passt immer ganz gut. In dem Fall jetzt einfach nur mal den 6er-Haken verwendet. Ich bin diesmal insgesamt ein bisschen kleiner reingegangen. Sonst habe ich eben auch gerne einen 1er-Haken für einen Aal. Passt eigentlich auch immer ganz gut. Und das Posen-Setup, das ist richtig fein jetzt hier mit 5,5 Fluorocarbon komplett. Und hier auch dann, ja,
komplett, aber auch übertrieben. 1-0er-Haken. Hier einfach der Versuch, wirklich nochmal auf Trophy zu gehen. Das allerdings gleich nochmal testen bei passendem Wetter. Also im Idealfall bewölkt, kühl, Regen oder Starkregen am besten sogar noch. Wenn einfach der gesamte Tag komplett verregnet ist und im Idealfall unter 15 Grad, dann geht da nochmal mehr. Ja, so viel dazu. Kurzer Test, immerhin in Aal. Und ich bin gespannt, wie es bei dir läuft. Gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wie es gelaufen ist mit dem Aal. Daumen da lassen, wenn es geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri.